Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Valheim. Wir sind mit Content jetzt ja wirklich bald ziemlich am Ende. Und ihr seht, die Framerate, ja, ist noch spielbar, wird auch wahrscheinlich so bleiben. Weil ich habe denen da oben kein Essen mehr gegeben, weil die Schweine da oben breeden bis zum Blödwerden. Da breeden Wölfe bis zum Blödwerden. Da hätte ich gern mehr davon. Schweinchen kille ich jetzt ein paar. Wie beim letzten Massaker. Das macht schon richtig Laune, aber der Platz geht auch dann aus langsam im Inventar. In die Kisten, so viel Fleisch habe ich wirklich nicht gerechnet. Das sind 2-Sterne-Schweine und 2-Sterne-Wölfe. Wie man die 2-Sterne-Wölfe bekommt, gibt es Video dazu. Schaut am Kanal rein. Abo, Like, Comment nicht vergessen, wäre immer toll. Bei den Schweinchen Detto, so wie bei allen anderen auch, was ihr hier seht. Weil ich ja eh versuche, alles irgendwie mitzunehmen. So. Jetzt machen wir mal Trockenschwimmen. Werkbank. Kleiner Pfosten, darauf bauen wir jetzt den Breeder nach, damit ich ihn nicht in der Höhe herzeigen muss, dann zeige ich es euch in der Höhe und den Unterschied zu den Schweinchen und die Wölfe. Die Breeder sind frappierend ähnlich, wenn nicht ganz, naja ganz nicht, aber fast, haben nur die Haltung ist ein bisschen anders, deswegen habe ich hier mit Terraforming auch eine Linie rundumzogen. Alles gleich und jetzt bauen wir mal das Teil. Also, prinzipiell braucht es hier 3 Pfosten. Zu 3 2-Meter Pfosten, das sind 4 Meter Pfahl, Entschuldigung, 3 4-Meter Pfahl zu hoch bauen. Ihr müsst außerhalb der Range der anderen Wölfe, wie bei den Schweinen, damit die eben weiter breeden, immer wieder weiter breeden, breeden, breeden. Manchmal wäre ich ja, muss ich ehrlich sagen, gern der Wolf da oben, zumindest der männliche Part. Okay, abgeschwiffen, jetzt geht's los. Also. Ihr baut den normalen Schweinebreeder, baut man ja im Endeffekt so, baut ihn so breit. Das reicht für die Schweinchen, dann stellt man hier das Ding auf. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert, ich habe probiert hier 2 Wölfe reinzubringen, ja, irgendwie ist es halb gegangen, aber dann doch nicht. Dann habe ich mir einfach gedacht, gut, dann bauen wir mal nicht symmetrisch, weil der Platz doch zu wenig war, machen wir es anders, ja. Hab das dann weggerissen wieder. Und habe hier auf der einen Seite einfach, oh Wunder, einen 1-Meterigen genommen, so. Und habe dann den so aufgebaut. Ich stehe ja unten, wo es umhängt, ist dann nicht ganz mittig. Ihr könnt es ja neben dem hier noch einmal machen, einen zweiten, den ersten wegreißen. Würde theoretisch gehen, weil der snappt an dem. Aber ich würde es einfach lassen, sicher, sicher. So, dann baut ihr wieder mit die kleinen Metersteinchen hier. So, wieder die Seiten hier voll. Zack, zack. Stellt hier ein Teil drauf. Eine kleine Wand. So. Und könnt die da drunter auch schon wieder abreißen. Die waren nur zwecks Zentrierung, weil das geht wirklich nur, wenn das mal wem interessiert hat, um das Snappen von den Wänden. Die snappen einfach sonst nicht. Das ist der Unterschied zum anderen Breeder. Ihr müsst, reicht nicht eine Seite, ihr baut es im Kreis, ihr müsst hier das auch machen. Damit, weil die inneren anstehen und somit so hier, ihr seht hier, ich habe den einen verkehrt gestellt, normal stelle ich es von den Wänden nach außen, aber das macht nichts. So, wir müssen einmal hier snappen und ihr habt den Breeder eigentlich schon fertig. Da, was ich drauf gekommen bin, ich mache immer hinten, in dem Fall jetzt hier, sowas ran und ein Dach oben drüber, weil die Breeder sonst kaputt gehen irgendwann. Jetzt sind sie regengeschützt. Und dann, das mache ich jetzt nicht normal, das brauche ich nur jetzt zwecks aus Konstruktions- und herzeigetechnischen Gründen. Dann mache ich hier die kleinen Teile da, mache ich da einen ran. Ihr könnt auch 2 nehmen, das macht nichts, ihr müsst also die Wölfe sehen, nur zwecks Überprüfung, ob sie glücklich sind. Dann stelle ich hier, da drückt ihr dann, da haltet ihr dann Shift gedrückt, dann snappt das nicht. Und dann gehe ich so ungefähr zur Mitte so hierher und baue ein Brett her. Das hat den Sinn, das Brett, wenn ihr müsst nicht mehr schauen, dass das Essen da unten liegen bleibt. Das habe ich bei den Schweinen auch gemacht, nur leider das Nachvideo, dann daher ist es nicht dabei. Für die Fütterung viel einfacher. Ihr könnt nämlich hier einfach das Essen dagegen. Lol. Neu. Das ist bis jetzt noch nicht vorkommen, aber gut, okay. Ihr könnt nämlich sonst das Essen einfach da dagegen werfen. Ja.
So. Ich zeig's jetzt. Geh rauf da. Ich zeig's jetzt dann beim anderen. Das ist jetzt wirklich ganz. Das ist witzig, dass das jetzt nicht geht, weil also das ist ein typischer Vorzeigeeffekt. Normalerweise funktioniert das. Ich zeig's euch dann beim anderen. Aber im Normalfall geht das. Ich meine, ich kann euch jetzt da anhand. Im Notfall, wenn ihr das Problem habt, wie ich gerade, was ich wirklich, ohne Scheiß, ich habe das noch nicht gehabt, deshalb bin ich gerade so verwundert. Ihr könnt auch, ja, die Rampe, die ihr zum Füttern dann verwendet, könnt ihr ja auch bis rauf machen. So, dann schmeißt ihr es dahin, es bleibt da liegen. Es liegt dann über den Wölfen. Das macht nichts, die fressen das. Wenn ich bin sogar drauf gekommen, wenn es zu tief liegt oder die Wölfe so blöd hängen, dann fressen sie es da, wenn es auf den Balken liegt. Nicht, dass ihm kann es runterfallen. Hier mit der Methode bleibt es darüber liegen. Die fressen das durchgehend weg und breeden, breeden, breeden. Prinzipiell war das schon der Wolfbreeder. Ihr müsst es nur asymmetrisch machen und ein bisschen in eine Richtung ausziehen mit einem Meter. Pfosten auf die andere oder 2 Meter, Meter, was sind die überhaupt? Ich verwende sie nicht, ich lese nicht. 1 Meter, 2 Meter, so müsst ihr es ausziehen, weil die brauchen halt mehr Platz. Da stehen sie auch schön nebeneinander drin. Die könnt sie auch, wenn sie da drin mal sind, mal auf und verdreht sind, beide Follow machen, ein Stück zurückgehen, dann drehen sie sich zu euch und dann macht es das Follow weg. Dann da richten sie sich manchmal so ein, dass sie wirklich nebeneinander stehen. Sie drehen sich dann nicht mehr wirklich weg. Kann natürlich auch vorkommen. Aber nicht mehr wirklich, weil sie dann irgendwie einzwickt sind. So, das ist jetzt mein Breeder, der da hinten in Aktion ist. Den zeige ich euch jetzt. So, das machen wir weg. Machen wir auch weg. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, das stürzt nochmal eh zusammen, aber das dauert gerade ein bisschen. Immer wenn man darauf wartet, bricht es nicht. Und wenn man es nicht will, bricht es. So, ich habe hier einen Grabenbraut, das baut, das ist der, schon das, der, einer der größeren Unterschiede zu den normalen Breeden von Schweinchen. Aber zuerst den Breeder. Also, ich habe hier, ihr müsst ja dann, um die Wölfe darauf kriegen, eine Rampe bauen bis runter und ich muss sie mal ums Eck bauen, weil meine Gehege zu klein sind. Und dann will ich eigentlich nicht haben. Ziemlich voll, ja. Und ich habe dann gedacht, wie komme ich da Fieden rauf? Ich muss sie reparieren. Ich ziehe hier noch dann das Dächer weiter, dass das alles da nicht kaputt wird, wie ihr es seht. Theoretisch sollten die nicht kaputt gehen. Das ist das Wichtigere mal, ja. Könnte vom Bauvorgang her sein, aber dass sie schon beschädigt sind, also solltet ihr sie mal einmal reparieren, wenn es fertig seid. Das wäre ein guter Tipp. Also, wenn ihr die Schräge habt, ich habe es dann so gemacht, ich habe eins stehen lassen, was das ist zu wenig, ich habe ein zweites stehen lassen hier und habe einfach an dem Pfosten hoch die Treppen gezogen, die theoretisch auch kein, naja, die werden Damage nehmen, aber das ist jetzt nicht tragisch, wenn die zusammenbrechen, der Pfosten muss stehen bleiben. Also der Steher. Wenn der nämlich platt ist, dann fällt das Ganze zusammen. Jetzt kann ich hier theoretisch so rauf und bin bei meinem Wölflein. Und das ist jetzt, wie ihr es jetzt ungefähr das Haus unten, ob sie hinten das hoch macht oder vor oder seitlich das Dach, das ist euch überlassen, das spielt auch keine Rolle für die Funktion. So, jetzt habe ich das aufgehoben. Ja, seht, hier kann ich mich herstellen, obwohl es unten snappt und das dahin werfen. Das war wirklich, das war wahrscheinlich das vordere Brett. Das habe ich hier weglassen. Da ich will nur, dass das mittig liegt. Die seht ihr, die sind fröhlich, die essen. Somit geht es ihnen mal gut. Ich muss halt nur mal ab und zu jetzt reparieren, weil ich eben das noch nicht weit genug gezogen habe, dass das alles nicht beschädigt wird. Das ist jetzt prinzipiell auch nicht die Riesenhexerei. Theoretisch reicht es, wenn man hier ein Dach. Ich weiß nicht, ob es haltet. Nope, tut es nicht. Also, ihr müsst jetzt das noch irgendwie zudachen, aber wenn es nicht macht, geht die Welt jetzt da, sage ich ehrlich, auch nicht unter. Bumm. Nicht bumm. Nicht bumm. Aber ich würde es auf jeden Fall die seitlichen da verlängern. Das, was ich jetzt hier vergessen habe letztens anscheinend. Das würde ich aus einem Grund machen.
weil darunter sind die Steher von dem Ganzen, damit das nicht zusammenbricht. Damit, wenn was zerfällt, nur vielleicht die Rampe zerfällt und nicht alles andere. Das wäre nämlich blöd, wenn da unten die da kaputt wären, wäre nämlich ziemlich blöd. Und ihr könnt es auch da rein von hier ausprobieren. So. Meine, eigentlich sollten die nicht mehr kaputt werden, aber ich glaube, die sind kaputt gewesen noch vom Bauvorgang her, dass das daher noch rührt. Das lasse ich einfach da, weil es wurscht ist. Ja, die breeden hier gemütlich und ich kann über die Treppen hier voilà, halt immer wieder nach unten. Okay, jetzt kommt nochmal das Wichtigere an dem Ganzen, weil das Bauen ist ja ziemlich ähnlich einem Schweinebreeder. Der ist wirklich ziemlich gleich. Ich sage mal, was ich für ein Problem gehabt habe. Ich habe schon einige Babywölfe da. Mit denen werde ich da mal ausgehen. Wenn da so 20, 30, 40 sind, werde ich mit denen mal losmarschieren. Dann radieren wir mal alles aus, was irgendwo in der Gegend rum ist. Wenn es die Framerate zulässt. Würde mir gerne einen Prozessor-Upgrade für den PC kaufen. Grafikkarte sollte reichen, aber da die Preise derzeit astronomisch hoch sind, meiner sei Dank, Prozessor würde gehen, aber reißt mich jetzt keiner vom Hocker, die derzeit am Markt sind. Der Rocket Lake wäre zwar meine Wahl gewesen, ist aber dann doch zu schlecht, gegen den Ryzen 7 5800 abgeschnitten. Den hat mein Sohn verbaut, der ist ja cool, aber der wird auch um die 90 Grad warm, meistens nicht im Realbetrieb, aber ich warte immer noch so auf das Nonplusultra-Produkt, was halt wirklich halbwegs kühl bleibt und trotzdem eine gute Leistung. Aber ich wollte eigentlich Anfang des Jahres, aber ja, will anscheinend nicht. Und wieder vom Thema abgeschwiffen, aber Bluttechnik muss auch sein. Manchmal. So, jetzt hatte ich das Problem, ich habe hier normal das Board, diese Palisaden. Das funktioniert ja bei den Schweinen recht gut. Da kommen maximal die anderen gelaufen und klopfen dagegen. Meistens ist man dann da. Beziehungsweise wenn man nicht da ist, kommen die eh nicht. Das ist eh meistens wirklich nur, wenn man da ist. Die haben aber die Wände nicht kaputt gemacht, weil die zu wenig Damage gemacht haben. Und die Schweine eigentlich so viel sagen wie gescheißen da draußen, wir machen nichts. Die Wölfe sind da anders. Die spüren die Viecher da draußen, rennen an die Wand und zerstören die eigenen Wände. Das heißt, die schlagen auch dagegen, die machen aber ordentlich Damage. Das heißt, die reißen mir jedes Mal die Wände ein. Somit habe ich angefangen, einen Graben rundum auszuheben. So wie halt ich sonst auch nehme. Ich mag es zwar eigentlich nicht, wenn alles mit der gleichen, eigentlich simplen Methode aushebelbar ist, aber was sollst du sonst machen? Man könnte zwar die Wölfe einfach freirennen lassen, die töten dann eh alles, aber ich will sie ja auf dem Fleck haben und sammeln und nicht irgendwie da irgendwo einglauben können. Dann habe ich das gehabt, dann sind die Typen wiedergekommen, haben zwar bis auf die Bogenschützen nicht mehr die Palisaden damagen können, die hätten nicht den Damage gemacht, den großen. Problem an der Sache, die Wölfe haben es trotzdem gespürt und haben trotzdem dagegen gekaut. Und somit hat man wieder das Problem, dass die Palisaden kaputt sind, dann sind die Wölfe in dem Graben gegangen, dann habe ich es daraus zahlen können, was nicht lustig ist, sage ich euch gleich. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder macht es wie ich, weil ihr schon so viel gebaut gehabt habt, sonst zwecks Optik, weil die Palisaden cool ausschauen. Ihr stellt außer rund um eine Wand auf, damit die gar nicht mehr so weit herkommen. Das ist, kommen zu weit zu war und dass die Wölfe aggro rennen. Jetzt aber könnten es maximal dann die Wölfe, wenn es wirklich wäre, das zerstören. Da unten liegen, dann muss ich es wieder rausholen. Ja, lästig, aber möglich. Glaube ich aber auch nicht, dass passiert. Und oder ihr macht das Gehege gleich, so wie man könnte, wenn ich jetzt den Graben da unten wieder zumache, den ich graben habe, und dann einfach gleich nur die große Wand stehen lasse, brauche ich die Palisaden eigentlich gar nicht, weil dann können die es nicht damagen. Der große Vorteil an dem Spiel, dass Terraforming nicht kaputt wird. Wenn auch schon bald fast overpowered, muss ich dazu sagen. Weil man wirklich gegen Trolle und gegen alles das verwenden kann. Ja. Und das ist der große Unterschied in der Haltung von den Tieren, dass sie einfach schauen müssen, dass halt nicht die ausbüchsen. Bei den Schweinen ist das Problem nicht, bei denen hier schon. Ich habe zum Rausgehen von hier, habe ich mir ein Türl hier gemacht.
Das hat praktisch gesehen, hier geht's direkt an die Wand. Und immer wenn ich mit die Wölfe ausgehe, reiße ich nur die Wand da weg. Von außen hacke ich's weg und mach's dann wieder zu, damit er ruhig ist. Spinne ich? Jetzt, ich glaube, ich wäre blöd. Jetzt haben wir gedacht, da ist ein Wolf von mir. Ich habe die alle mühevoll nämlich eingesammelt. Aber anscheinend habe ich mir jetzt gedacht, habe ich einen vergessen. Gut, dem ist nicht so. Passt, alles gut. Alles gut, geh weg. Ach Gott. Okay, das war's aber eigentlich schon mit dem Breeder. Jetzt hätte ich nur gern mal das Tag ist, damit man sich das sogar die fertigen Breeder per Tag anschauen. Ist aber gerade nicht Tag. Das heißt, wir werden das Ganze beschleunigen. Geht ja in dem Spiel recht einfach. Gehen jetzt mal. Ja, und die Wölfe wollen wirklich bei Türen. Die wollen eigentlich nur raus. Ja, verständlich. Sind im Gehege, wollen vielleicht was anderes auch mal sehen. Aber in meinem Fall kann ich das jetzt nicht brauchen von denen. So. Dann schieben wir mal darauf, geht noch pennen. Aber prinzipiell war das der Breeder. Ihr habt alles gesehen, was braucht es dafür. Es macht, wie gesagt, zum Schweinchen-Breeder nicht viel Unterschied. Und die Wölfe werden sicher wesentlich sinnvoller sein. Da bin ich mir jetzt schon sicher, dass ich mit denen mehr anfangen kann im Endeffekt. Gehen wir mal kurz pennen. So, komm, ab. So, ihr seht, das sind schon ziemlich viele Babywölfe. Ich werde die da oben, glaube ich, auch jetzt nicht füttern gleich wieder, weil, wie gesagt, die Engine packt das irgendwie nicht, diese Menge an Wölfen. Das hat ja also auch wahrscheinlich der Grund, warum es eigentlich begrenzt ist, das Breeden. Aber prinzipiell sage ich mal, so, setzen wir her, ein schönes Bild. Ja, schon cool, dass... Okay Leute, das war's insofern. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war der Wolfsbreeder und da sitzt der Taube am Dach oder ein Vogel. Naja gut, soll er. Wir werden beim nächsten Mal jetzt irgendwann wirklich mal... Ich habe mir überlegt, ob ich einen Part mache, wo man alles herkriegt für den Kochtopf. Also alle Essen, die Gedärme, das ganze Zeug. So ein Schnellpart, immer nur ein paar Sekunden Ausschnitte, wo man es gefunden hat und mit ein paar Wörter dazu. Aber das Problem ist, dass Herd- und Heim-Update ist das nächste. Die werden das alles umdrehen, somit ist das Video dann wahrscheinlich für den Arsch. Vielleicht mache ich es trotzdem, mal schauen. Oder wir machen einfach mal ein bisschen Base-Verschönerung. Das wäre auch mal fällig. Ansonsten habe ich jetzt überlegt, ich werde wahrscheinlich am Kanal Umfragen machen, zwecks andere Games. Valheim bleibt Main natürlich, aber wenn der Content mal Sense ist, dann wäre es halt cool, wenn eine Alternative da ist, bis wieder ein Update kommt natürlich. Bleibt natürlich No Man's Sky und Grounded auch drin, aber es gibt auch andere Spiele wie Osiris, irgendwas Dawn, das habe ich vor 5 Jahren, glaube ich, schon gekauft. Habe ich gesehen, das habe ich letztens wieder daran erinnert worden, wenn ein anderer YouTuber mal einen Stream gemacht hat. Ich wollte es mal spielen, ich habe es aber nie gestartet, ich sage es gleich, das habe ich nie gestartet gehabt. War auch schlecht bewertet. Ich schaue mir das mal an, ob das jetzt besser wird. Das war auch so ein Survival-Game im Future-Setting. Icarus kommt bald. Da werden wir ein Video dazu machen, vermute ich mal. Ich werde den Icarus Gameplay-Trailer nehmen. Dann schauen wir sich mal an, was das Spiel hergibt. Das ist von Dean Hall, DayZ-Entwickler, wer ihn nicht kennt. Das könnte auch sehr interessant werden. Schaut auch sehr interessant aus. Verfolgt natürlich eigentlich, natürlich sagen sie immer, ein Survival-Spiel hat was ganz Besonderes, bla bla bla. Das sagt eh jeder Entwickler, wer soll es nicht sagen. Keiner wirbt damit, hey, wir sind genauso wie alle anderen, eh klar. Schaut aber trotzdem aus, wenn es größtenteils mal Farming am Anfang wäre. Oh, das macht ja nichts, wir farmen ja gern. Wenn es funktioniert, warum auch nicht. Okay Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, im nächsten Part. Bis dann. Abo, Like, Comment nicht vergessen und ciao.